Guten Tag zusammen und herzlich willkommen zurück in der Makrowelt. Heute ist der 13. Oktober 2024 und wir springen wieder zurück an die Frontlinie zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine. Wir beginnen heute im Süden des Donbass mit aus ukrainischer Sicht besorgniserregenden Neuigkeiten. Die russischen Streitkräfte sollen den erwarteten Stoß westlich des Mokrojeliw-Flusses gestartet haben. Ich erinnere nochmal an den Bericht vom 3. Oktober. Dort haben wir besprochen, dass die ukrainische Seite einen russischen Stoß in Richtung Wilka-Nowosilka erwartet. Angesprochen wurde dabei von einem bekannten ukrainischen Militärblogger, dass die russische 336. Marineinfanteriebrigade und das 394. Regiment der 127. Division sich in Frontnähe versammelt. Erwartet hat die ukrainische Aufklärung einen russischen Stoß auf die beiden Siedlungen Novodarjewka und Trivnopil an der Grenze der Regionen Saporischschja und Donetsk. Heute Morgen berichtete ein bekannter ukrainischer Militärblogger, dass der russische Stoß noch vorgestern begonnen hat. Er räumt dabei ein, dass die russischen Einheiten trotz einiger Probleme erste Erfolge am Boden erzielen konnten. So sollen russische Einheiten sich im Bereich der Siedlung Lewadne festsetzen und sich für weitere Offensivaktionen in nördlicher Richtung vorbereiten. Zwar begegnete die ukrainische Seite den russischen Truppen mit intensivem Feuer, allerdings gibt es auch hier gewisse Probleme. Der ukrainische Militärblogger vergleicht die Geschehnisse hier mit denen im Mai in der Region Kharkiv. Die Aufklärung hatte absolut alle Informationen über den drohenden Angriff an alle Zuständigen übermittelt. Dennoch hat man in irgendeiner Weise viele ausgebaute Stellungen direkt mit dem ersten Stoß verloren. Der ukrainische Militärblogger schreibt weiter, dass russische Sturmgruppen mit Hilfe von Motorrädern praktisch bis zur Grenze von Lewadne vorrücken konnten. Auch in Richtung der Siedlung Novodarjewka soll das russische Militär gewisse Erfolge erzielt haben. Und zum aktuellen Zeitpunkt soll sich das russische Militär um die Verluste kümmern und sich mit Deserteuren befassen, während weitere Angriffe in nördliche Richtung vorbereitet werden. Das sind die Einschätzungen der Lage von einem bekannten ukrainischen Militärblogger. Genaue Details über die russischen Vorstöße gibt es erstmal nicht. Auch die russische Seite äußerte sich heute zu den Geschehnissen an diesem Abschnitt. Russische Militärblogger sprachen dabei von einer vollständigen Einnahme des Dorfes Lewadne. Gelungen ist das wohl Teilen der 5. Armee, zu der auch die 127. Division gehört. Weitere Details werden erstmal nicht genannt. Die Lage am Boden wird geprüft. In der kommenden Woche wird es dann Updates mit entsprechenden Frontverschiebungen geben. Im Juni letzten Jahres hat an diesem Abschnitt die ukrainische Gegenoffensive begonnen. Sowohl Lewadne als auch Nowodarjewka und Trivnopil konnte das ukrainische Militär damals befreien. Nun ist das russische Militär an diesem Abschnitt wieder in der Offensive. Weiter geht's am Frontabschnitt um Vuhledar mit einer Neuigkeit im Bereich des Dorfes Vodjane. Im Laufe der letzten Tage konnten russische Einheiten nördlich des Dorfes auf relativ breiter Front vorrücken. Betroffen ist das offene Gelände zwischen Vodjane und Katerinivka. Insgesamt ist dem russischen Militär ein Vorstoß um bis zu 1,3 Kilometer in westlicher Richtung gelungen und das auf einer Breite von etwa 3 Kilometern. Neben einigen Waldstrichen konnten die russischen Streitkräfte auch dieses ausgebaute Stellungssystem im Bereich der Schlucht südlich von Katerinivka vollständig sichern. Folglich wurde die Frontlinie lokal begradigt. Im Vergleich zum Vortag fällt dieser Bereich von der grauen in die rote Zone. Vorstoßen konnte hier wieder die russische 39. Schützenbrigade zusammen mit der 14. Spetsnaz-Brigade. Als nächstes schauen wir uns die Lage am Frontabschnitt Pakrowsk im Bereich der Siedlung Zukurine an, wo es ein neues Update aus dem Dorf gibt. Russische Militärblogger veröffentlichten eine Drohnenaufnahme aus dem Dorf. Auf dieser sind russische Soldaten der 114. Brigade auf Häusern zu erkennen. Dort posieren sie mit der Flagge des Verbandes. Betroffen sind dabei die Häuser im westlichen Teil von Zukurine, die zuletzt noch umkämpft wurden. Russische Einheiten konnten also auch dort endgültig Fuß fassen. Auf Basis dieser Drohnenaufnahme wurde der Frontverlauf zugunsten der russischen Seite angepasst. Die russische 114. Brigade konnte die letzten 500 Meter im Dorf zurücklegen. Der westliche, ehemals bewohnte Teil des Dorfes steht damit unter vollständiger russischer Kontrolle. Im Vergleich zum Vortag fällt dieser Bereich von der grauen in die rote Zone. Genau genommen steht das Dorf Zukurine noch nicht unter vollständiger russischer Kontrolle, denn die Lagerhallen und Scheunen im westlichen Teil des Dorfes bleiben vorerst unter ukrainischer Kontrolle, beziehungsweise werden noch teilweise umkämpft.
Das zur aktuellen Situation am Frontabschnitt Pakrovsk. Wir machen direkt weiter im Norden am Frontabschnitt Svatove-Kupjansk. Dort konnte die russische 1. Panzerarmee erneut vorstoßen und eine wichtige Straße physisch erstmals erreichen. Betroffen ist die Straße, die den südlichen und den nördlichen Oskil-Frontabschnitt verbindet, also die Straße, die von Barova in Richtung Kupjansk und Kupjansk-Vozlavy führt. Russische Infanteriegruppen konnten dabei diesen Waldstrich an der Straße vollständig sichern und somit um 800 Meter in westlicher Richtung vorstoßen. Damit steht die russische Infanterie direkt an der betroffenen Straße, wodurch das ukrainische Militär diese nicht mehr befahren kann. Am Frontverlauf wurde eine Korrektur vorgenommen, nachdem die ukrainische Seite diesen Vorstoß bestätigte. Im Vergleich zum Vortag fällt dieser Bereich von der grauen in die rote Zone. Und damit kommen wir auch schon zur Kursk-Front. Die russischen Streitkräfte setzen ihre Gegenangriffe an diesem Abschnitt fort und können dabei weitere Erfolge erzielen. Laut ukrainischen Angaben führt die russische Seite dabei erstmals größere Reserven in den Kampf. Wir starten zunächst an der rechten ukrainischen Flanke, wo hauptsächlich die russische 810. Marineinfanteriebrigade aktiv ist. Der Verband konnte mit Unterstützung anderer Einheiten die volle Kontrolle über zwei Siedlungen erlangen. Betroffen sind die beiden Dörfer Spalnaje und Borki am Pselfluss. Beide Dörfer standen zeitweise unter ukrainischer Kontrolle. Nun konnten russische Truppen erfolgreich beide Siedlungen stürmen und die volle Kontrolle darüber zurückerlangen. Der Frontverlauf wurde zugunsten der russischen Seite angepasst. Im Vergleich zum Vortag fällt dieser Bereich von der grauen und ukrainischen in die rote Zone. Mit der Rückeroberung der beiden Siedlungen setzt das russische Militär nun die Angriffe in westlicher Richtung fort und versucht, die Siedlung Plechowa zurückzugewinnen. Damit will die russische Militärführung Druck auf die Stadt Sudja vom Süden her ausüben. Das betroffene Dorf bleibt aber zum heutigen Tag weiter unter ukrainischer Kontrolle. Und auch an der anderen Flanke, wo die russischen Angriffe deutlich umfangreicher sind, gibt es Updates. Zunächst wurde nordwestlich von Lubimovka ein kleiner russischer Kontrollbereich hinzugefügt. Im Vergleich zum Vortag fällt hier dieser Bereich von der grauen in die rote Zone. Die russische Infanterie konnte hier im offenen Gelände bereits aufrücken. Am schwersten wird aber weiter in Lubimovka, Novoivanovka und Siljone-Schljach gekämpft. Gerade aus diesem Bereich veröffentlichte heute die ukrainische Deep State-Gruppe eine Neuigkeit. Auf einer veröffentlichten Drohnenaufnahme sind schreckliche Bilder zu sehen. 9 gefallene ukrainische Soldaten lagen neben diesem Straßenabschnitt südlich von Siljone-Schljach im offenen Gelände. Laut Deep State waren das Drohnenoperatoren der ukrainischen 1. Panzerbrigade, die von russischen Militärs hingerichtet wurden, nachdem sie sich freiwillig ergeben haben. Auch andere ukrainische Militärblogger werfen der russischen Seite das Erschießen ukrainischer Soldaten vor. Ein bekannter ukrainischer Soldat schreibt jedoch, dass die betroffenen Soldaten nach einem russischen Durchbruch in den Kampf gezogen sind. Keiner von ihnen wollte sich ergeben, alle sollen bis zum Ende gekämpft haben. Und das trotz der Tatsache, dass es nur wenig Munitionsvorräte gab. Letztlich wurden sie wegen dem Ausbleiben von Munition von russischen Soldaten umzingelt und erschossen. Was hier nun tatsächlich geschehen ist, ist nicht ersichtlich. In jedem Fall ist das ein weiterer Hinweis für ein weiteres Kriegsverbrechen, die es auch in diesem Krieg leider regelmäßig gibt. Im Bereich der betroffenen Siedlungen wurden kleine Anpassungen vorgenommen. Die graue Zone wurde in südlicher Richtung entsprechend der Drohnenaufnahme vergrößert, die gelbe Zone verkleinert. In Novoivanovka wiederum wurde ein gelber Bereich wieder hinzugefügt. Die ukrainische Seite spricht von einer sicheren Kontrolle des östlichen Teils von Novoivanovka. Die russische Seite schreibt zum heutigen Tag, dass es dort weiterhin zu Kämpfen kommt. Damit bleibt die graue Zone in diesem Bereich vergrößert, bis die Kämpfe enden. Es kommt hier, wie gesagt, zu äußerst schweren Gefechten. Die Ergebnisse dieser Kämpfe werden wir dann in der kommenden Woche besprechen. Das zur aktuellen Situation an der Kursk-Front. In der vergangenen Nacht unternahmen die russischen Streitkräfte einen etwas umfangreicheren Luftangriff auf das ukrainische Territorium. Eingesetzt wurden laut ukrainischen Angaben 73 verschiedene Flugkörper. Den größten Teil machten wieder Angriffsdrohnen des Typs Shahid 136 aus, wobei von denen ganze 68 gestartet wurden. Zudem wurden 3 ballistische Raketen des Typs Iskander-M und 2 luftgelenkte Raketen des Typs H-59 abgefeuert. Die ukrainische Luftabwehr war im nördlichen Teil des Landes aktiv, konkret in den Regionen Kiew, Tschernichow, Tscherkasse, Sumy und Poltawa.
31 der 68 Drohnen konnte die ukrainische Luftabwehr dabei abfangen, 36 weitere stürzten nach dem Einwirken ukrainischer elektronischer Kampfmittel ab. Demnach haben laut offiziellen ukrainischen Angaben 5 Raketen und eine Drohne die Luftabwehr überwunden. Die Angaben lassen sich nicht überprüfen. Darüber hinaus gibt es aber auch keine Hinweise dafür, dass die betroffenen Flugkörper irgendwo in der Ukraine einschlagen konnten. Das zur aktuellen Situation in der Ukraine. Wenn Sie den Bericht interessant und hilfreich fanden, dann bitte ich Sie, einen Daumen nach oben unter dem Video dazulassen. Wenn Sie neu auf dem Kanal gelandet sind, dann abonnieren Sie ihn, um keine weiteren Geschehnisse zu verpassen. Die 64.000 Abonnenten haben wir geknackt. Lassen Sie uns als nächstes direkt die 65.000 anpeilen. Und schauen Sie auch gerne im heute bereits veröffentlichten Sonderbericht vorbei. Den habe ich Ihnen hier links oben im Bild verlinkt. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und damit hören wir uns wie gewohnt morgen Abend wieder. Bis dahin einen schönen Abend.